Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Serie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und ja, ich habe wieder fleißig ein bisschen Gold ausgegeben. Und zwar waren wir im Black Market unterwegs und im Auktionshaus. Und als erstes zeige ich euch, was ich im Black Market ersteigert habe. Hier gucken wir einmal auf meinem Hordenchar auf Eredar rein. Schaut mal um und ihr seht schon, hier es ist ein T3-Teil und zwar Kopfstück des Traumwandlers, schimpfte ich. Das ist das Druid T3-Teil. Das habe ich mir jetzt geholt und insgesamt hat mich das Ding gekostet 157.000. Für den Kopf ist das tatsächlich sehr günstig. Hatte ich tatsächlich Glück. Ich habe mit einem anderen so ein bisschen ein kleines Speed-Battle gehabt. Das war irgendwie. Weiß nicht, ging bei 20, 30.000 los, da war ich schon auf kurz und dann habe ich irgendwie da drauf geboten. Er war neben mir gestanden, ich habe schon gesehen, ich habe sofort immer drauf geboten und so bei 150k hast du dann gemerkt, er geht einfach weg und hat keinen Bock mehr. Ja. Das Gute bin ich ihn losgeworden, Teil habe ich eingeheimst. Wenn ihr jetzt überlegt, ich habe für die Handgelenke, die eigentlich normalerweise günstig weggehen, habe ich 400k gezahlt, ne? Sogar über 400k. Hier, der Kopf ist eigentlich eins der teuersten Sachen, 157, das war tatsächlich jetzt echt ein Schnapper. Nehmen wir einmal raus. Und dann seht ihr hier unten auch schon, ich habe 3 von 8 Teilen. Ich habe jetzt die Schuhe, die Handgelenke und den Kopf. Heißt, ein paar Dinger fehlen noch, 5 Stück insgesamt. Und mal gucken, ob ich die demnächst auch noch zusammenbekomme. Das Ding können wir jetzt eigentlich verkaufen. So, jetzt habe ich wieder das getan, was frevelhaft ist. Ein Teil, was rausgepatcht ist, beim Händler weggehauen. Aber mir geht es, wie gesagt, nur ums Transmog und sonst liegt das. Ja, nur blöd rum. Wir werden jetzt einmal switchen und zwar auf Blackmoor. Da habe ich mir nämlich auch noch einen Teil geschossen. Ich bin ja sowohl immer auf den verschiedenen Servern im Black Market unterwegs, als auch auf den Servern, wo ich natürlich Chars habe, die vom Level oben sind, beziehungsweise auch Gold, dass ich im Auktionshaus gucke, was ich für einen Druid noch brauchen kann. Da gibt es auch das ein oder andere an Items, die rausgepatcht worden sind. Die meisten anderen oder zu 99,999% der Sachen, die man im AH kaufen kann für meinen Druid, die habe ich. Ein paar Sachen, die rausgepatcht sind, kommen immer mal wieder ins Auktionshaus, immer mal wieder haben Leute da auf der Bank anscheinend noch Schätze rausgezogen oder versuchen sie schon länger für sehr großes Gold loszuwerden. Und ich habe jetzt hier relativ günstig ein Item rausgezogen. Und zwar haben wir hier eine Hose, absybische Ledergamaschen der Schnelligkeit heißen die. Und wie ihr schon seht, wurde das Item aus dem Spiel removed. Also diesen Passus haben wir durch All Other Things mit dran. Hier schön in Rot geschrieben. Ich habe mir das Ding jetzt geholt für 50.000, also 49.999. Ist relativ preiswert, der regionale Marktwert, also EU-Komplett-Marktwert sind 156. 50.000 Gold, also mit 50k bin ich relativ günstig. Es waren 2 Stück drin von den Dingern und als ich die rausgekauft habe, oh, jetzt ist keine mehr drin. Ha, vorher war die andere noch für dann 200k drin. Die habe ich schnell für 50k rausgekauft. Meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Wir können jetzt mal gucken, was sonst noch so drin ist. Ja, diese Irrwolf-Armschienen bzw. die Handschuhe hier, die bin ich auch am Überlegen. Da versuche ich jetzt aber erstmal noch Gold auf dem anderen Server rum zu traden und die vielleicht irgendwo anders günstiger zu kriegen. Ich habe gesehen, die sind für unter 100k auf einem anderen Server. Da muss ich mal gucken, ob ich Gold drüber kriege. Sonst würde ich mir die eventuell so irgendwo kaufen. Übrigens, die Rezepte, die da angezeigt werden. Das hier ist halt nur ein Twink. Ne? Ich sammle eigentlich nur auf Main alle Rezepte. Hier beim Twink ist mir das relativ wurscht, ob da die Rezepte noch drin sind. Gut, okay. Also das sind zum Beispiel alle Items, die mir jetzt hier auf dem Hordenchar mit dem Druid noch angezeigt werden. Das sind alles Items, die aus dem Spiel removed worden sind. 3 an der Zahl auf Blackmoor. Vantunida sieht es auch nicht mehr aus. Ich habe mal auf so einem RP-Server geguckt. Da waren ein paar so Hemden drin für jeweils 400k. Bin am Überlegen, ob ich da vielleicht mal auch Gold rüber bastel und die mir hole. Aber mal schauen. Vielleicht finde ich nur irgendwas günstiger. Im Moment bin ich so ein bisschen auf Schnäppchenjagd. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir das hier mal. Haben wir wieder eins mehr und auch das hauen wir weg. Und ja, sind wir eigentlich ganz günstig weggekommen. Knappe oder ein bisschen über 200k haben wir jetzt gezahlt für ein T3-Teil plus eine Hose, die raus oder removed wurde. Und ja, dann suche ich mal wieder ein bisschen weiter. Vielleicht kriege ich noch das ein oder andere Teil aus dem Black Market oder hier das ein oder andere Removed aus dem normalen Auktionshaus. Und wenn ich wieder was Tolles habe, dann ja, gibt es eine neue Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.